Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Was ist mit deiner anderen Hand? Ja, dazu komme ich gleich. Heute machen wir nämlich was ganz Besonderes. Und zwar weiß Tom bisher von nichts. Ich habe mir mal eine sehr schöne Dose mitgenommen. Eine Dose? Die hier hinter meiner Hand ist. Tata-tata. Oh, ich weiß, was da drin ist. Was denn? Videoideen. Ja. Von den Zuschauern. Du hast ja letztens gesagt, wir müssen einfach mal so eine Videoidee umsetzen. Ja. Und dann dachte ich mir, für das heutige Video setzen wir doch einfach mal diese Idee um. Die hat mir nämlich richtig gut gefallen. Hellas Relaxing Day. Thomas für einen Tag Hellas Personal. Nein! Ich bin nicht für einen Tag ein Personal Dina. Doch, das finde ich halt richtig gut. Und du meintest das erst letztens zu mir, dass wir einfach mal diese Ideen benutzen sollen. Weißt du, ich dachte, wir ziehen einfach irgendeine. Ich habe irgendeine gezogen. Nein, du wusstest ganz genau, was da drauf steht. Du hast die da so hingelegt. Okay, ich gebe es zu, ich habe sie da ganz nach vorne gelegt. Aber ich würde sagen, das machen wir heute, oder Tom? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber versprich mir, dass ich beim nächsten Mal eine aussuchen darf. Ja, okay, beim nächsten Mal darfst du dann eine ziehen. Okay, ich freue mich drauf. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Mein Diener für den heutigen Tag muss ich jetzt erstmal umziehen. Wieso? Ich habe Sachen an. Ich habe nicht mal eine Jogginghose an, Hella. Du musst jetzt einen Anzug anziehen. Halt, nein, Hella. Es werden heute 30 Grad. Das ist mir nein, heute egal. Hella, das machen wir du nicht. Musst machen, was ich sage. Und du bist mein Diener. Hella, das ist ganz komisch. Diener haben doch nicht immer so einen Anzug oder sowas an. Ja, aber mein Anzug ist komplett versaut danach. Du brauchst eh mal einen neuen Anzug, ganz ehrlich. Was soll das denn jetzt heißen? Bezahlst du mir den? Schön. Wenn der, Hella, wenn der Anzug kaputt geht, dann kaufst du mir einen neuen. Ja. Ja, okay. Okay, dann machen wir das. Dann mache ich den extra kaputt, dann kriege ich endlich einen neuen Anzug. Nein! Yes, okay, nein. Leute. Also ich brauche ein Hemd, ein weißes. Ich habe halt zwei Anzüge, einmal so ein und einmal so ein. Das sind einfach verschiedene Stoffe. Der eine ist aus Amerika, den habe ich zur Prom getragen. Wow. Und der andere, den habe ich zum Abiball getragen. Aber welchen soll ich anziehen? Der hier. Den? Wieso den? Ich weiß nicht, der gefällt mir einfach nicht so sehr. Der sieht so hart aus, weißt du, vom Stoff her. Ja, und der ist vor allen Dingen, glaube ich, richtig warm. Zur Not kannst du ja die Jacke ausziehen. Oh, danke schön. Okay, jetzt brauche ich noch ein Hemd. Schön, dass du nur so kurze Sachen anhast und dann... Ja! Heute habe ich mal einmal nicht eine Jogginghose angezogen und dann darf ich mir direkt... Es ist kein Witz, es werden heute wirklich 30 Grad. Body Stretch, das passt zu meiner Figur, wenn ich anspanne, dass das mitstretcht, wisst ihr? Ja, genau. Das muss jetzt einmal zensiert werden, bitte. Ich habe halt auch kein Unterhemd, aber ist auch besser so vielleicht, weil es wird echt hot heute. Wieso hast du... Niemand zieht so ein Hemd an. Doch, ich bin faul. Wieso hast du dir nicht an einem anderen Tag überlegt, dass wir dieses Video drehen? Heute ist gefühlt der heißeste Tag des Jahres. Es ist, wie es ist. Ich könnte auch so, guck so. Sehr gut. Hella, das wäre besser. Lass ja, das wäre wirklich gut, aber nein, die Hose muss sein. Ich darf mir beim nächsten Mal eine Videoidee aussuchen. Ja, okay. Und da bekommst du alles doppelt und dreifach zurück. Oh, ich hatte so lange keinen Anzug mehr an. Irgendwie fühlt sich das gut an. Ich fühle mich so schick. Also wenn ihr auch wollt, dass wir eure Videoidee mal benutzen, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch eine coole Idee, was ich mit Hella machen kann. Hier ist eine schwarze Fliege. Ja, dann mach die mal um. Ich fühle mich, als wenn ich gleich auf so einen Ball gehe, aber nicht, als wenn ich in den Stall gehe. Aber hört sich ja fast gleich an. Ja, Ball und Stall, fast das Gleiche. Falls mich jemand fragt, habe ich halt verwechselt. Ich habe mich verhört. Ich dachte, es geht heute auf einen Ball, aber Hella meinte Stall. Woher soll ich das denn wissen? Ich könnte jetzt ein Dirigent wow. Oder Oper sein. Oder? Richtig gut. Ich muss mich beeilen, meine Schicht beginnt gleich. Sehr gut, wie ernst du das Ganze nimmst. Hauptsache, ich muss Valentine und nicht longieren heute. Das wäre so witzig. Aber nein, ich habe mir schon was anderes überlegt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wow. Dina! Dina, kommen Sie! Hella, das ist ein ganz verstörendes Rollenspiel, um ehrlich zu sein. Ich hätte gerne eine Fußmassage. Als nein, Hella! Willst du mich veräppeln? Das ist ganz eklig, wirklich. Doch, los! Los! Werfe erst einmal mein Handtuch darüber. Okay. Das soll die Massage sein? Ja. Ist unangenehm. Unangenehm? Ich habe noch nie Füße massiert, Hella. Ich weiß nicht, wie man eine Fußmassage macht. So, das reicht jetzt auch schon. Oh, Gott sei Dank. Als nächstes kannst du mir einen Drink holen. Ein Drink, okay. Aber du sagst nicht was, also soll ich einfach irgendwas machen? Einfach irgendwas. Das ist
Darf ich ihn vorstellen? Hohes C plus Eisen. Mhm. Möchten Sie einmal schmecken? Ja. Mhm. Und mundet es? Mhm. Ziemlich trocken, aber im Abgang sehr fruchtig. Also das ist nass, Hilla. Das ist nass, das ist flüssig. Das kann nicht trocken sein. Und wie meinst du im Abgang? Was meinst du mit im Abgang? Das klingt komisch. Im Abgang. Ach so, ich dachte da unten im Abgang. Köstlich. Ah, das gefällt mir. Okay, und jetzt? Ruhe ich mich erstmal kurz aus. Und dann geht's gleich in den Stall. Auf den Ball? Mhm. Okay, Gott sei Dank. Möchten Sie noch Nachschub? Nein, danke. Haben Sie die Limousine schon bereitgestellt? Ja, die Limousine steht draußen bereit. Wir müssen mal so ein Video drehen, wo wir so tun, als wenn wir so richtig reich wären. Das würde bestimmt Spaß machen. Nein, ich trinke noch den letzten Schluck. Mhm. Und jetzt wäre es schön, wenn du mich in die Limousine tragen würdest. Ja, genau. Trag mich damit. Das meinst du nicht ernst. Nein. Da. Kein Problem, die Dame. Das gefällt mir sehr gut. Oh, ich kann nicht mehr, Hella. Also irgendwie muss ich sagen, gefällt mir die Musik heute im Radio gar nicht. Deshalb wäre es jetzt echt mega schön, wenn du jetzt einfach mal Katy Perry für mich singen würdest. Egal, was für ein Song. Keine Ahnung, Mann. Mir fällt kein Song von Katy Perry ein. Zum Beispiel Hot and Cold. Hot and Cold. Hot and Cold. Keine Nein. Ahnung, wie geht der denn? Cause you're hot and you're cold. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, in and you're out, you're up and you're down. Wir sind da. Okay, gut. Warte, ich muss hier noch eben die Tür aufmachen. Sie haben ihr Ziel erreicht. War es eine angenehme Fahrt? Ja, Sie müssen Ihr Handtuch nehmen, falls Sie noch was trinken möchten. Die Dame. Ach, vielen Dank. Sehr gut. Ach, sehr gut. Also ich muss sagen, wenn es ein Video gibt, was mir gefällt, dann ist es das. Ist das dein Lieblingsvideo? Ja. Eigentlich war es das Ja-Sagen-Video. Oder das Video, wo du geritten bist. Das fand ich auch richtig gut. Also bis jetzt finde ich es auch noch nicht so schlimm. Echt? Aber gleich kommen die komischen Blicke der Leute. Ja. Ich hoffe, es sind viele im Stall. Oh Gott. Oh mein Gott. Der Stallbesitzer denkt auch, ich bin bescheuert, oder? Ja. Okay. Wir haben fast Ihre Prada-Tasche noch vergessen. Ja, das ist meine Prada-Tasche. Oh, da ist Valentino. Sag ihm mal kurz Hallo. Na? Okay, die Sachen kannst du hier erstmal hinstellen. Hier? Nein, also hier an den Rand. Ich dachte, wir gehen heute auf einen Ball, aber sie hat gesagt Stall. Ich habe das falsch verstanden. So schlecht. Achso, ich bin ihr Diener heute einen Tag. Er sieht echt aus wie ein Kellner. Er schlaft lieber nicht. Oh nein, bring sie nicht auf Ideen hier. Vielleicht kannst du jetzt erstmal meine Kutsche holen. Hier sind überall Spinnenweben. Ich bin diese Arbeitsgegend gar nicht gewohnt. Ja. Normalerweise arbeite ich in Palästen. Genau. Das ist ein sehr komischer Auftrag heute. Ich sehe halt auch kaum was durch meine Sonne. Warum trägst du die heute jetzt? Sehr gut. Nach draußen? Ja, genau. Haben Sie das eigentlich schon mal gemacht? Was genau? Eine Kutsche geholt? Gelegentlich. In der Ausbildung. Ich habe jetzt einen Auftrag für Sie und zwar müssen Sie meine Kutsche erstmal reinigen. Dann holen Sie noch meinen Putzkoffer. Was ist das denn? Wieso macht man das? Ah, okay. Mit dem Handtuch, wo du mir gerade noch den Wein serviert hast. Was kein Wein war, aber naja. Schau dir das an. Oh mein Gott. Sie haben wohl noch nicht so oft mit Dienern zusammengearbeitet. Du siehst gar nicht, was das alles kann, das wichtigste Utensil eines Dieners. Der braucht auch keine Waffe, um sie zu beschützen. Sehr gut. So, James, können Sie jetzt bitte das Pony holen? Wie Sie wünschen. Wo bin ich hier noch reingeraten? Wie heißt denn das Pony? Lord Valentino? Ja, Lord Valentino! Mein Lord! Ja! So, mein Lord, wünschen Sie noch etwas? Ein Champagner oder ein paar Oliven? Das ist übrigens mein Ehemann. Der Lord? Ja, der heute die Kutsche sieht. Das macht einfach gar keinen Sinn, was wir halt erzählen. Das sieht so falsch aus. Nur mit diesem Anzug im Stall. Das mag ja
er richtig gerne. Ich glaube, er feiert das richtig. Oh mein Gott. Er hat sich erschrocken. Entschuldigen Sie. So, jetzt kannst du einmal den Putzkasten holen und ihn dann richtig einmal fertig machen. Er ist doch fertig geputzt. Schauen Sie. Das reicht noch nicht. Dieses Handtuch. Das können wir halt danach wegschmeißen. Mein Anzug auch, Hella. Ja. Mein Anzug können wir auch wegschmeißen. Was wünschen Sie? Davon etwas? Lederliebe. Lederpflege wohl nicht. Es wäre sehr schön, wenn Sie dem Lord Valentino jetzt einmal das Kutschgeschirr anlegen würden. Ich sitze hier schon bereit und dann können Sie ihn anspannen und dann geht's los. Er hat schon mal die Putzbox zugemacht. Oh mein Gott, vielen Dank, Lord. Sehr schön, Sie wollen auch los. Er macht sich selbstständig, weil Sie so langsam sind. Oh nein, es tut mir so leid. Lord, Lord, hören Sie auf damit. Ich beeile mich ja. In diesem Ausbildungspunkt habe ich in meiner Ausbildung leider nicht aufgepasst. Wie man ein Pferd Kutsch fertig macht. Ja, das ist nicht so schlimm, das mache ich schnell. My Lord und Majestät, sind Sie bereit? Du sollst mich Lady Gaga nennen. Ah, nee, Lady Hella. Lady Gaga, Gaga, Lady Hella. Wollen ja, Sie los? Ja, wir haben Valentino jetzt angespannt und dann kann es ja jetzt losgehen. Alles klar. Soll ich nebenher laufen oder darf ich mitfahren? Du darfst mit einsteigen. Gott sei Dank. Hast du die überhaupt schon mal in einem YouTube-Video gezeigt, die Kutsche? Ich weiß es nicht. Das ist meine neue Kutsche, Leute. Ich habe jetzt eine schwarze, wunderschöne Kutsche, die im Übrigen sehr teuer war. Aber sie ist wirklich mega cool. Ich kann mit der jetzt einspännig und zweispännig fahren. Genau, mega praktisch. Hier hinten sind auch noch zwei Sitzplätze. Eins, zwei und man kann hier auch in der Mitte stehen. Hier sind zwei Sitzplätze und eine funktionierende Bremse. Ach ja, es gibt doch nichts Schöneres als eine tolle Kutschfahrt, oder nicht? Mit seinem Diener. Ja, mit seinem Diener, der nicht fährt. Du musst eigentlich fahren. Was? Du musst mich eigentlich fahren. Ich habe gar keinen Führerschein für dieses Gefährt. Ja, okay, vielleicht lassen wir es lieber. Ehrlich, so angenehm, oder? Hier auf der Kutsche? Es ist sehr schön, my lady. Sehr schön. Das freut mich. Ich brauche echt noch mal eine andere Peitsche, habe ich das Gefühl. Weißt du, weil die ist rot. Ich brauche mal eine schwarze, die dann passend zu der Kutsche ist. Ja. Lady. Ach, es ist so warm. Und sehr guten Morgen. Darf ich Ihnen von der Kutsche helfen? Ja. Vielen Dank. Super gemacht. Oh, der hat richtig geschwitzt. Es sind aber auch 30 Grad. My Lord, hier haben Sie ein Handtuch. Tom macht mir jetzt hier noch ein paar Löcher rein in den Strang, denn ich muss sagen, der war teilweise ein bisschen locker und ich muss das einfach ein bisschen enger einstellen. Das war jetzt schon das letzte Loch, was wir drin hatten, aber jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal enger. Gut, dass Sie so einen starken Diener haben. Ja, das ist super. Und jetzt machen wir die Sache mal ab, ne, Mops? Immer mein muss Glück. Man hier alles selber machen, ne? Wie gesagt, das stand nicht in der Stellenbeschreibung. Ich wurde heute Morgen erst für diesen Job angeheuert. Ja. Und da wusste ich noch nicht, dass man Kutschsachen an ein Pferd machen muss und abmachen muss. Was ist eigentlich mit dem alten Diener passiert? Wurde der gefeuert? Ja. Weshalb? Der konnte keine Kutschgeschirre dran machen. Oh, oh. Nicht, dass ich an meinem ersten Tag meinen Job verliere. Hä, willst du noch mehrere Tage das weitermachen? Das wird mir ganz gut passen. Kommt auf die Bezahlung drauf an. Oh, kleiner Max. Ja, Durst. Jetzt kommt dein Job, Herr Butler. Okay, vielen Dank.
Wassermarsch. Tom ist halt richtig in seinem Element, Leute. Erst die Beine. Er hat in die Süße gehen. Sehr gut. Jetzt muss ich noch einmal mit dem Schweißmesser. Wo ist denn mein Handtuch? Also wenn du das jetzt einmal komplett einsauen möchtest, dann kannst du es ja benutzen. Soll er wieder zu seinen Freunden auf die Lordwiese? Die Lordwiese, genau. Okay. Tom, mir macht das Video so viel Spaß. Wir müssen einen zweiten Teil drehen. Ich finde es bis jetzt auch noch nicht so schlimm. Echt? Außer, dass es komplett heiß ist. Tom, das sieht alles sehr gekonnt aus. Er hat eine ganze Wurzel im Mund. Es ist mein erster Tag. Sie müssen jetzt nur noch einmal, wie wir uns jetzt auch gegenseitig sitzen, ich kann nicht mehr. Sie müssen jetzt nur einmal noch meine ganzen Sachen wegräumen, dann noch die Pferde von der Weide reinholen, weil es ist echt warm. Und dann müssten die mittags jetzt nicht unbedingt draußen stehen. Ich habe es mir jetzt noch anders überlegt. Und zwar werde ich mich hier jetzt draufsetzen und einfach noch eine Runde fahren, aber gezogen werden von dir. Selbstverständlich. Direkt in die Stallgasse? Nein. Stopp. Das geht zu weit. Let's go! Du hast mich voll getroffen. Sorry. Einmal in die andere Richtung rennen. Ich möchte jetzt hier richtig Vollgas. Achtung, oh Gott. Oh. Du wärst fast da reingefahren und hättest meine neue Kutsche kaputt gemacht. Das gibt Schläge. Rennen Sie! Das macht Spaß. Und wieder zurückrennen. Aber jetzt wirklich mal sprinten. Freust du dich darüber? Warum rückwärts? Oh mein Gott, bitte. Oh Gott. Aufpassen. Ich glaube, ich werde sie feuern. Es gibt keinen anderen mit so einem guten Stundenlohn. 0 Euro. Komm. Das Pferd ist so faul. Komm, das reicht jetzt. Jetzt kannst du die Sachen wegbringen. Ich brauche eine Mittagspause. Wir fahren auch jetzt gleich nach Hause. Was ist mit dem anderen Ross? Das musst du noch holen von der Weide. Muss das nicht bewegt werden? Mit dem habe ich später noch Reitunterricht heute Abend, aber erst. Alles klar. Ich leg das kurz über ihre Beine, damit sie keinen Staub abbekommen. Das ist voll dreckig. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Weide. Hier, Tom. Das Brot kannst du schon mal nehmen. Für die Enten. Für Gollum ist das. Ja. Hallo, mich musst du auch abtupfen. Ja, sehr gut, sehr gut. Das reicht schon. Das einzig Gute an dem Anzug ist, dass ich keinen Sonnenbrand bekommen kann, weil es sind 30 Grad und normalerweise kriege ich dann direkt einen Sonnenbrand, aber ja, ich habe halt was Langärmeliges an. Nur im Gesicht könnte es rot werden. Bei welchem Namen möchte denn Ihr Ross gerufen werden? Lord Gollum. Lord Gollum. Ist mir eine Ehre, die reinholen zu dürfen. Bitte wählen Sie. Alles klar. Was hat er denn jetzt gewählt? Er hat gewählt, welchen Strick er gerne möchte. Soll ich ihm jetzt das Brot schon geben oder noch nicht? Ja, kannst du. Schick, niemand erzählen. Hat zum Glück kein anderer gesehen. Er ist halt so langsam schon wieder. Ich mach dir schon mal die Tür auf. Beide tragen übrigens sehr schöne Gewänder. Ja, total schön. Besonders das Blaue gefällt mir so gut. Dieses Handtuch einfach. Das ist echt das Unnötigste. Das ist wichtig. Ich habe ganz vergessen, die Schweißperlen von seiner Stirn zu tupfen. Ich glaube, er hat keine Schweißperlen. Ja, glaube ich auch nicht. Pferde schwitzen auch gar nicht, oder? Doch, natürlich. Okay, das war dumm. Lord Gollum ist wieder in seiner Box. Er genießt gerade schon seine Mittagsmahlzeit. Jetzt können wir nach Hause, oder? Nee, erstmal müssen wir noch kurz einmal bei den Ponys Heu auffüllen und dann gehen wir nach Hause. Was heißt denn wir? Du. Was gibt es denn heute? Buffet? Heu. Heu. Was ganz Neues. Oh. Ich sau mich hier komplett ein. Oh nein! Sieht man das überhaupt? Ja. Noch mehr. Viel mehr. Ah. Das Handtuch ist, glaube ich, echt für die Tonne nach dem Video. Nein. Das habe ich bei meinen Jobs davor auch schon immer benutzt. Ja. So, wir verdecken das jetzt noch. So. Dieses Handtuch, das ist einfach so unnötig. Das ist das Wichtigste. Valentine ist gleich das Handtuch. Bedienen Sie sich. Wünschen Sie noch etwas Ketchup? Nein? Alles klar. Valentine hat das Angebot mit dem Getränk hier direkt angenommen. Und er hat richtig Durst. Schauen wir mal, wie weit Tom jetzt ist. Bitte nicht so hastig. Oh mein Gott. Was ist das denn?
Die haben alle auch Fressenheit. Lässt du dich umrollen von so einem kleinen Pony? Entschuldigen Sie, ich lasse nur die Lords. Die Lords. Gehen. Gefällt Ihnen das? Paul, denk Sie nur so, lass mich bitte in Ruhe. Sehr gut. Haben wir es nun? Ja. Sehr gut, Tom. Dann können wir ja jetzt nach Hause fahren. Ich meine Butler Tom. Oder James. Ich wollte dich ja eigentlich James nennen. Bis gleich. Zu Hause angekommen. James ist wieder zu Hause. Endlich. Ab auf die Couch. Oder wollen wir in den Pool? Ich habe mir was anderes überlegt. Und zwar ist hier ja gestern richtig schön lecker HelloFresh angekommen. Und ich habe mir überlegt, dass du mir jetzt erstmal schön was kochen kannst. Ich dachte, wir chillen uns jetzt im Pool, Hella. Nein. Ich habe Hunger. Ich werde mich jetzt hier hinsetzen und du kannst mir was Leckeres kochen. Ich brauche, glaube ich, ein neues Handtuch, weil damit kann ich nicht kochen. Und ich brauche mein Utensil zum Kochen. Das ich ist glaube, das musst du in die Wäsche schmeißen. Ja, aber wir haben noch welche oben. Ich hole noch ein neues. Zum Glück hatten wir noch was. Boah, wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit auf die Sonnenbrille? So im Haus die Sonnenbrille. Ich muss mir jetzt auch erstmal die Hände waschen, weil die sind so dreckig. So. Hauptsache nicht das Handtuch nehmen, was du umarmen kannst. Nein, das ist für meine Princess. Ich präsentiere Ihnen die Gerichte sofort, my lady. Heute haben wir zur Auswahl mexikanischer Hähnchensalat. Sehr leicht, bei diesem Wetter ist das sehr vorteilhaft. Mit Avocado und Hähnchen, damit auch schön die Proteine reinkommen. Als zweites hätten wir Carnitas, Pulled Pork gefüllte Tacos. Ich weiß, Sie lieben Tacos, deswegen haben wir heute Tacos. Das ist übrigens auch ein zeitsparendes Rezept, dauert nur 15 Minuten. Boah, das ist jetzt auch gut. Und als letztes hätten wir Hähnchen mit Aprikosen-Currysoße. Jetzt können Sie sich auswählen, welches Sie möchten. Ich glaube, ich nehme das mittlere. Das mittlere, natürlich. Carnitas Pulled Pork gefüllte Tacos mit Tomatensalsa und Avocado. Zeitsparend 15 Minuten, 799 Kalorien. Boah, das hört sich richtig gut an. Dann wollen wir mal. Hier werden jetzt die Zutaten ausgebreitet. Sie werden gleich sehen, was für ein Meisterkoch ich bin. Die Zutaten. Schauen wir mal, ob alles dabei ist. Weizen Tortillas, Avocado, Pulled Pork. Das ist wahrscheinlich lecker. Pulled Pork, Ketchup, Gewürzmischung, Tomaten, rote Zwiebel, Koriander und Minze. Sehr schön. Oh mein Gott, das Rezept ist so kurz und easy. Ich glaube, da sind wir richtig schnell mit fertig. Wenn du mir hilfst, dann sind wir noch schneller fertig. Ja, okay. Danke, ich kann doch nicht so gut kochen. Danke. Lass jetzt erstmal unser abgebrochenes Brettchen nehmen. Nein, das ist extra so gedacht. Hier kann man Spargel drauf schneiden und da den Rest. Wer schneidet Spargel? Schritt 1, Limetten vierteln. Ich werde mal schauen, ob du es wirklich in 15 Minuten schaffst. Auf die Plätze, fertig, los. Tomaten halbieren, Stunk entfernen und Tomatenhälften in 0,5 cm große Würfel schneiden. Jetzt aber flott. 30 Sekunden sind schon um. Oh, das sieht gefährlich aus, Ma'am. Oh, das brennt in meinen Augen. Ella ist schlecht im Zwiebeln schneiden. Oh, das finde ich so furchtbar. Warum mache ich das eigentlich? Du musst das machen. Weil du gejammert hast, dass die Kamera zu schwer ist. Oh! Sieht immer richtig in den Augen. Hast du keine Taucherbrille? Ich muss das machen. Okay. Bitteschön. Hast du gar keine Schmerzen in den Augen? Schmerzen auch noch. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Die Sonnenbrille bringt gar nichts. Schluck mal eben das Wasser runter. Du bist mein Butler, du musst es machen. Jetzt mach die Sonnenbrille hoch. Und jetzt möchte ich, dass du 10 cm über die Zwiebel gehst und die dann schneidest. Doch, los. Hä, du hast es hier gar nicht runtergeschluckt. Wie frech war das denn? Hallo, du bist mein Butler, du musst mir gehorchen. Mach das. Und jetzt über die Zwiebel. Hella, was ist der Sinn dahinter? Ich möchte, dass du weinst. Voll mies. Du bist richtig fies. Ja. Los, näher dran. Tut's schon weh in den Augen? Der Abstand, der muss noch geringer werden. Tut's weh? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich brenne bei mir halt schon vom Anschauen. Einen sehr guten Job machen sie. Da kommt jetzt sogar eine Träne raus. Ah, ist ja lustig. Kein Wunder, Hella. Ich habe gerade 10 cm über Zwiebeln gehockt. Okay, die Tomaten. Das Beste ist eigentlich, dass es halt alles in Portionsgrößen ist. Man muss nichts wegschmeißen. Also außer die Rinde von der Zwiebel. Die Rinde? Aber das stimmt, das ist echt mega gut. Weil bei uns, wir kochen dann ein Gericht
Und dann würde der Rest halt vergammeln, weil meistens ist es ja so, dass man im Einkaufsladen dann alles irgendwie in größeren Mengen kauft. Oh Gott! Das ist viel zu heiß. Da sieht man mal wieder unsere Kochkünste. Ah! Hella, das ist viel zu heiß. Mit einer Gabel in der Pfanne, das geht auch gar nicht. Ja. Hella, wir sind einfach zu lahm. Ja, aber wir haben auch die Zwiebel-Challenge gemacht. Wir sind jetzt bei 19 Minuten und wenn das fertig gebraten ist, dann muss nur noch die Soße dazu und dann ist alles ready. Was möchten Sie denn trinken? Ein Wässerchen bitte. Alles klar. Darf ich Ihnen das benutzte Glas anbieten? Ja. Frisch aus der Leitung. Dankeschön. Okay, geben Sie mir die Kamera. Ich will sehen, wie es Ihnen schmeckt. Oh, ja. Bleiben Sie, stopp, stopp. Darf ich Ihnen noch das Handtuch über die Knie legen? Zum Glück ist es ein neues Handtuch und nicht mit dem du Valentino geschrubbt hast. Oh, mir läuft das Wasser schön im Mund zusammen. Das Wasser ist noch im Glas, Madam. Oh, ich bin so gespannt, wie es Ihnen mundet. Mmh. Und? Schmeckt's? Bitte feuern Sie mich nicht. Mmh. Das schmeckt richtig gut. Ach, probier mal. Gott sei Dank. Danke, HelloFresh. Sie haben mir den Po gerettet und den Job. Können Sie sich bitte gerade hinsetzen? Was machen Sie da? Was? Das ist das fett. Das geht ja nie wieder Handtuch, raus. Das Handtuch, was Sie mir gegeben haben. Darf ich denn jetzt auch langsam anfangen zu essen oder soll ich Sie die ganze Zeit weiter filmen? Nein, weiter filmen die ganze Zeit. Nein, ist nur ein Scherz. Aber bevor du anfangen darfst, habe ich noch für euch da draußen einen Code von HelloFresh. Und zwar lautet der HFHella. Und damit bekommt ihr, wenn ihr Neukunde seid, also wenn ihr HelloFresh jetzt zum Beispiel noch gar nicht kennt und da zum ersten Mal bestellt, bekommt ihr auf die ersten 4 Boxen bis zu 90 Euro Rabatt und sogar auf die erste Box, die ist dann versandkostenfrei, weil das wird ja nach Hause geliefert, also ihr habt keinen Stress mit Einkaufen oder sonstigen Drama, was es dann gibt, dass man irgendeine Zutat vergisst oder sowas. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr findet die ganzen Infos aber nochmal in der Infobox, da verlinke ich euch alles. Und jetzt guten Appetit, Tom. Butler Tom, bitte. Butler Tom, sorry. Dankeschön. Dina. Endlich. Oh mein Gott, Tom, wir haben richtig verpennt. Du musst bitte jetzt direkt aufstehen. Komm. Oh. Es ist halt einfach schon 18.13 Uhr. Ich habe halt in 15 Minuten Dressurunterricht. In 15? Du bist halt mein Butler. Bitte steh auf. Wir haben halt beide geschlafen. Komm. Ich hab Feierabend. Jetzt sofort. Du hast keinen Feierabend. Und du hast die Küche auch noch nicht mal mehr aufgeräumt. Entschuldigen Sie, ja, Beeilung. Wo ist überhaupt meine Fliege? Deine Ach. Musst du noch mal kurz richten. Es kann halt wirklich nicht sein, Leute. Wirklich in 15 Minuten Dressurunterricht. Du musst mir jetzt ganz schnell in den Stall fahren. Ich? Ja. Was soll ich denn machen beim Dressurunterricht? Da kann ich doch eh nichts machen. Videos, okay. We are back at the stable. Tipp für alle Leute, die immer zu spät kommen. Ich mache das dann immer so. Zieh mir einfach alles schon an, was geht. Ich habe halt noch 10 Minuten oder so. Dann schnell den Zopf rausmachen. Wenn man einen hat. Den Schleuderbürstgang, das war der. Helm auf, Trense um den Arm, Sattel. Sieht aus, als wenn du das öfter so machst. Ja, in die Hand noch den Putzkoffer. Gut, dass der Butler nichts tragen muss. Oh, scheiße, stimmt. Sie hat einen Butler, aber benutzt ihn nicht. Ach, jetzt benutzt du ihn doch. My Lord, Sie müssen Ihren wunderschönen Anzug jetzt erstmal ausziehen. My Lord ist heute sehr sauber. Ich glaube, er braucht keine Putzeinheit mehr. Doch, ich glaube, ein bisschen überputzen muss leider schon sein. Er geht einfach weg. Oh mein Gott, ich mache einfach alles selber. Ich habe total vergessen in der Mittagspause, dass ich dich ja habe, eigentlich als Butler. Kannst du mir den Gurt einmal holen? Jetzt geht's los. Wünschen Sie noch etwas? Bisher ist alles gut. Steigen Sie Ihr Ross. Sehr gut. Du musst jetzt für mich nachgurten. Hoffentlich beißt er mich nicht. Möchten Sie Ihren Schweiß abtupfen? Dankeschön. Oh.
zu Ihren Diensten. Dankeschön. Wir haben jetzt auch nicht viel gemacht. Es war extrem heiß. Aber Gollum hat echt ganz gut mitgemacht und ich bin ganz happy. Es war richtig gut. Ich fand, es war eine hervorragende Leistung. Dankeschön, das müssen Sie auch sagen, Herr Butler. James, meine ich. Ich habe sehr dolle Durst, ehrlich gesagt. Du musst mir irgendwo was zu trinken kaufen. Kaufen? Ja, oder holen. Ich habe kein Geld. Ich bekomme ja keine Bezahlung. Bei 0 Euro die Stunde, wie soll ich dann noch Getränke kaufen? Trotzdem, ich habe Durst. Ich werde schauen, was sich machen lässt. Endlich, da kommen sie ja. Ja. Sehr gut. Ein Glas Weißwein aus der Leitung. Entschuldigen Sie? Wie können Sie nur? Ah, oh, ich hatte so Durst. Nehmen Sie ihm den Sattel ab. Von dieser Seite? Ey, das Pferd läuft ja weg. Ja, was soll ich denn machen? Nein, nimm einfach... Nicht mit dem Handtuch, wirklich nein. Ja, du kannst ihm das einfach abnehmen, ich bringe ihn dann in die Box. Von welcher Seite nimmt man das ab? Ist egal. Eine Massage. Ja, das tut ihm bestimmt richtig gut. Kommen Sie. Sehr gut. Als nächstes kommt noch eine Aufgabe von Gollum und mir, die haben wir uns gerade ausgedacht. Mm. Und zwar sehen meine Stiefel total dreckig aus. Da habe ich mir überlegt, dass du die jetzt hier ein bisschen sauber machen kannst. Dieses Handtuch wirklich für alles zu gebrauchen. Ja. Oh Gott, das sieht so süß aus. Schön, also ich benutze jetzt diese Lederliebe Nummer 1 von Soulhorse. Sehr gut. Hast du auch einen Lappen hier drin? Nee. Wie soll ich das dann machen? Mit deinem komischen Handtuch da. Wo soll ich drauf knien? Auf dem Boden. Oh, nice. Sehr gut. Die haben es auch echt dringend nötig. Festhalten. Sehr gut. Ist das, wie Sie es wünschen? Ja, perfekt. Anderes Schuh. Was ist? Mein Knie. Schlimmer geht's nicht. Am Ende nach diesem Video sind Verletzungen. Die haben sich heute aber auch eingesaut. Ja, extra. Das bleibt jetzt. Nein, spinnen Sie? Wie soll das denn gehen? Das ist schon festgetrocknet. Das ist, als wenn das schon da 2 Jahre dran ist. Das muss erst kurz einweichen. Okay. Haben wir es denn dann? Dann musst du nur meine Sachen wegräumen. Ich kündige. Wissen Sie was? Ich kündige. Ich kündige. Das war's, Leute. Du kannst nicht kündigen. Kündige. Nein. Mir fällt immer noch was Neues ein. Wissen Sie was? Geht mir wirklich auf den Senkel. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Du kannst nicht kündigen. Doch, ich kündige. Nein. Ich habe gar keinen Arbeitsvertrag. Ich bekomme kein Gehalt. Ich soll mich hier in den Dreck knien, Ihren Dreck wegmachen. Nee. Nee. Das war's. Nee. Doch, ich bin raus. Ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nee, das können Sie behalten. Tschüss.